Was kann ich für dich tun? Ich möchte das Boot benutzen. Wohin möchtest du? Bring mich nach Venedig. Venedig? Aber was willst du denn dort? Diese Stadt ist verrottet bis auf die Grundfesten und sie ist zerfressen von Gier und Korruption. Du findest nur Abschaum da, Lug und Trug und niemanden, dem du vertrauen kannst. Warum bleibst du nicht hier? Jemand wie dich können wir brauchen in Zeiten wie diesen. Misch dich nicht in meine Angelegenheiten ein, alter Mann. Du hast dich verändert, Scarlett. Ich glaube, du bist erwachsen geworden. Gut, gut. Ich werde dich rüberfahren. Wir können das alte Wassertor benutzen. Allerdings sagt man, dass sich diese Assassinenbrut dort eingenistet hat. Also dann, es ist Zeit, dem Ort deiner Jugend Lebewohl zu sagen. Ist es sehr dunkel. Ich kann dir eine Laterne und Öl für ein paar Dukaten anbieten. Damit hast du etwas Licht. Aber das wird noch immer keine große Hilfe gegen die Derwisch-Assassinen sein, die angeblich ihr Lager hier unten aufgeschlagen haben. In der Mitte dieser Gänge befindet sich ein großer, kreisrunder Schacht. Wie ein riesiger Brunnen. Ich habe gehört, dass sich dort die Quelle allen Übels verbirgt. Der untote Fürst? Ich werde dich nicht begleiten. Ich bin nur ein alter Feigling. Aber ich werde noch etwas hierbleiben, falls du mich brauchst. Also, wie steht es jetzt mit der Laterne? Zeig mir, was du anzubieten hast. Tu mir nichts! Oh, du gehörst gar nicht zu denen, stimmt's? Sie haben mich gefoltert. Aber ich habe ihnen nichts gesagt über die Fertigkeiten, die ich besitze. Dir jedoch würde ich nur zu gerne meine Dienste anbieten. Du hast mich befreit. Wer bist du? Ich bin Edmundo, ein Mitglied des Netzes der Maske. Ich beherrsche einige Grundlagen der verbotenen Kunst der Totenmagie. Und dahinter waren sie her. Aber ich habe ihnen nichts erzählt. Kannst du mir beibringen, was du weißt? Ich hoffe, du weißt, was du tust. Meine Kunst ist sehr, sehr gefährlich. Hey, jemand ist in unser Quartier eingedrungen. Schnappt sie euch! Yeah!
mir! Halt, hör auf! Ich bin nur der Koch. Ich kann dir helfen, wenn du mich am Leben lässt. Ich brauche deine Hilfe nicht.